habe ich jetzt verschissen fürs Erste. Okay. So ein Schluck Kaffee kann verdammt nochmal ziemlich gut tun. Jetzt bin ich wieder wach. Mein Name ist Legion Games LP und ich heiße euch heute ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spartacus Legends. Ich hab's ja eigentlich sogar schon versprochen gehabt, ne? Ich hab ja gestern sogar schon gesagt, ey Leute, morgen geht's wieder los mit Spartacus Legends. Und was macht der olle Legion? Er lädt einfach eine Folge Tekken Revolution hoch. Ja. Ist zwar nicht das gleiche Spiel, aber ist trotzdem Beat'em-up-mäßig. Okay, ich habe jetzt Spartacus Legends schon eine ganze Weile nicht mehr gespielt, deswegen muss ich mich heute erstmal wieder reinfinden. Ich hoffe, ich sterbe jetzt nicht vor Glück. Ah, Mann, Mann, Mann. Aber ich freue mich wieder. Spartacus Legends, ein wirklich gutes Spiel, aber im Moment hatte ich andere Sorgen, zum Beispiel Skaten, Basketball spielen, Tekken aufnehmen, Tekken zocken und solche Sachen alles. Und wir zocken heute gegen Blandes, Wertung 47, einen Random-Gegner, denn wir brauchen im Moment Geld. Oh, fuck. Ja gut, habe ich die Steuerung falsch genommen. Einen Random-Gegner, denn wir brauchen im Moment ein bisschen Geld, um den nächsten Primus-Kampf in der ersten Arena durchzuführen. Ah, scheiße. Okay. Ja, ich merke schon. Ich muss erstmal mich wieder hier in die Steuerung reinfinden. Ah, nein, nein, nein. Ah, okay. Okay, so ein langes Schwert, das hat es schon wirklich in sich. Nein, 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 nein. Oh, komm. Ja, sauber. Oh, Junge, Junge, die Runde konnten wir zum Glück noch für uns entscheiden. Verdammt nochmal. Da hat er mir echt Angst eingejagt. Komm schon. Nein. Ah, doch. Ja, komm. Nein, 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 nein. Ah, komm schon, komm schon, komm schon. Nein. Nein, scheiße. Verdammt nochmal. Ah, diese Langschwerter, die lasse ich mal außer Acht. Ich denke mal, die sind so langsam, aber die sind eigentlich wirklich richtig gut. Ah! Verdammt nochmal. Komm her. Okay. Jetzt heißt es Konzentration. Nein, 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 nein. Block, block, block. Nein! Na! Nein! Nein! Scheiße! Nein! Scheiße nochmal! Ah, das kann nicht sein! Das gibt Revanche! Revanche gibt es! Scheiße nochmal! Mein erster Death! Verflucht nochmal! Okay, das heißt ja noch nicht, dass unser Charakter jetzt tot ist. Dafür hätte er sozusagen den höchsten Publikumsbonus überhaupt haben müssen. Ey, das heißt, wir haben nochmal Glück gehabt, aber verdammt nochmal! Ich habe mich ein bisschen miese angestrengt, ne? Also das war ja jetzt ziemlich gut gewesen. Wir bekommen natürlich, auch wenn wir verloren haben, ist natürlich jetzt ein gutes Fallbeispiel, bekommen wir trotzdem ein paar Belohnungen. Ja, ist nicht viel, aber damit kommen wir auf jeden Fall ein bisschen über die Runden. Ja, okay. Ich rede mich jetzt mal wieder raus, ne? Spartacus Legends. Ach ja, Leute, ich hab's euch aber auch gesagt, ne? Ich bin nicht mehr so gut, dadurch, dass ich jetzt echt seit der letzten Folge nicht mehr gespielt habe. Und ich glaube, die ist jetzt schon wieder fast 2 Wochen her. Wir gucken mal kurz, was es noch in der ersten Arena gibt und wir könnten ja eigentlich mal einen der ersten Kämpfe machen, oder? Den können wir leider nicht machen. Nee, komm, wir bleiben hier in der zweiten Arena schön drin und gucken einfach mal, was wir noch erreichen können. Gucken wir mal, mit 2 Schwertern bewaffnet, okay. Mit 2 Dolchen bewaffnet, okay. Dann nehmen wir mal den mit 2 Dolchen. Haben wir sozusagen unser Ebenbild vor uns. Und ja, wir gucken mal ganz kurz, was wir für Slain vielleicht sogar noch kaufen können. Für Goldmünzen, ne? Damit wir dem hier mal ein bisschen bessere Ausrüstung besorgen können. Ich weiß nicht. Pankrationsschaden plus 5%. Ne, das ist es mir irgendwie nicht wert. Oh, ich möchte den Helm haben. Oder den, die eiserne Maske. Richtig geil, richtig geil. Ah, der ist auch schon nicht schlecht. Aber ich möchte jetzt auch kein richtiges Geld ausgeben. Für die Beine könnten wir mal was kaufen, ne? Das wäre mal gar nicht so schlecht. Ah, da würde ich doch lieber in den Goldmünzenbereich reingehen. Ja, das sieht schon mal ganz gut aus. Und ich denke, ja, die werde ich mir mal holen, denn Gold werde ich jetzt nicht, ach, Silber werde ich jetzt sozusagen nicht ausgeben. Gut, Wertung von 70 sozusagen. Ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Wir haben die Doppelschwerter, kämpfen gegen jemanden mit den Doppel,
Messern, Messern, Dolchen, Doppeldolchen, Doppeldolchen, Doppel-D, ne? Wir kämpfen gegen jemanden mit Doppel-D. Dein Ludus ist nichts als eine schwangere Hure. Habt das gelesen? Verdammt doch mal, ich bin doch kein Zuhälter. Ach, Ludus. Der Lude. Ach, der Zuhälter. Jetzt verstehe ich das. Der Lude ist ja der Zuhälter in Amerika. Der Ludus. Alter, das ist ja voll der Brainfuck gerade. Cool. Omara. Gladiators, begin. Okay, er ist sehr schnell. Boah, ist der schnell. Aber keine Chance gegen uns. Oder doch? Komm schon, komm. Ja, nein, 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 nein. Ja, komm, den metzeln wir jetzt nieder. Ah, schade, schade. Ich will ihn noch eigentlich greifen. Aber scheiß drauf. Okay, erste Runde gehört uns. Alles klar. Okay. Ah, scheiße. Ah. Oi, oi, oi. Boah, ich will ihn ja eigentlich in den Griff nehmen, ne? Ich bin so ein stolzer Ritter. Verflucht nochmal. Okay, scheiße. Nein, nein, nein. Scheiße. Ah, verflucht. Nein! Ich lebe noch. Ah, scheiße nochmal. Okay. Schade. Ich habe schon eigentlich gedacht, ich wäre tot. Das war nicht mehr möglich gewesen, dass ich noch lebe. Komm. Sehr schön. Schön in die Nase. Okay. Slane hat gewonnen. Uiuiui, das ist mir im Moment echt noch ein bisschen zu knapp. Ich glaube, ich werde dieses Spiel auch mal wieder auf der Xbox 360 spielen, denn da habe ich sozusagen ja meinen Hauptaccount, mit dem ich am weitesten bin. Uiuiui, okay. Es wird echt mal wieder Zeit. Gut, aber gewonnen haben wir sogar schon und ich denke, wir haben sogar schon den nächsten Rekrutenplatz zur Verfügung jetzt. Denn ich glaube, wenn wir jetzt mehr als 300 Silberstücke kriegen, ja, dann können wir uns den nächsten Rekruten leisten. Und ja, es sieht sogar ziemlich gut aus. Cool. Ja, speichert noch. Ich kann noch nicht weitermachen. Alles klar. Cool, cool. Okay, dann müssen wir jetzt einmal kurz in den Ludus rein. In den Rudolf. Der Ludolf. Gut, und wir können uns einen neuen Rekruten kaufen. Was wir jetzt, denke ich, auch mal direkt machen werden. Aber ich werde jetzt erstmal uns... Oder wir werden uns jetzt erstmal kurz die ganzen Stadtdistrikte angucken, die ersten zwei. Und ich möchte einfach mal gucken, welche Herausforderungen oder welche Anforderungen an uns gestellt werden. Guck, hierfür brauchen wir auch schon wieder den Doppeldolch. Und die können wir leider Gottes noch nicht einsehen. Und hierfür brauchen wir ja auch den Doppeldolch. Genau, Doppeldolch. Das heißt, unser nächster Spieler wird auch ein Kämpfer mit Doppeldolch sein. Doppel-D natürlich, ne? Nicht vergessen. Und wir rekrutieren mal direkt jemanden. So, ihr dreckigen Sklaven. Okay, Doppeldolch. Ah, scheiße, nein! Ah, scheiße! Ey, das kann nicht wahr sein. Jetzt habe ich... Nee, jetzt habe ich gerade für diese scheiß Beinrüstung die letzten oder die nötigen 3 Goldstücke geopfert. Und jetzt kann ich mir die nicht leisten. Ah, scheiße! Ey, was mache ich denn jetzt? Jetzt habe ich 3200 Silber umsonst ausgegeben und 3 Goldstücke umsonst ausgegeben, die ich jetzt brauche. Ey, verflucht! Scheiße! Ey, Mann! Ja, dann habe ich jetzt verschissen fürs Erste. Ah! Okay. Ich hoffe, eure Kopfhörer sind gerade nicht explodiert. Ja, toll. Jetzt können wir eigentlich nur unseren Charakter ein bisschen ausrüsten, obwohl dafür können wir uns auch nichts kaufen. Vielleicht nimm 2 oder so, aber mehr auch nicht. Ey, scheiße, das ist der größte Spielefail, den ich jemals in meinem Leben begangen habe. Ey, wer hätte denn damit rechnen können? Wer hätte denn damit rechnen können?
Ah! Scheiße! Mann! Okay, ich würde sagen, wir kämpfen jetzt einfach nochmal gegen einen random Gegner in der zweiten Arena sozusagen. Ey, es bringt ja nichts, ne? Wir müssen jetzt einfach nur Geld scheffeln. Ey, verflucht. Okay, der hat noch eine ziemlich hohe Wertung. Das ist mir doch ein bisschen zu riskant, ja. Ein bisschen zu riskant auf jeden Fall. Mann. Na gut, aber um ein bisschen Geld und Gold zu scheffeln, müssen wir echt so einen Kampf machen jetzt. Wir müssen den gewinnen. Und wenn ich den verliere, ey, da bin ich richtig am Arsch. Das hier ist jetzt ein Kampf um Leben und Tod. Ach, scheiße nochmal, der braucht ja auch Doppeldolch. Ich verwechsel die ganze Zeit Doppel-D mit Doppel-S. Ach, scheiße nochmal. Verflucht. Jetzt hängen wir hier aber richtig drin. Oh, Währung kaufen. Ja, jetzt wollen sie mir auch noch Geld hier andrücken. 50 Euro für 650 Gold, die habt ihr doch nicht mehr alle. Scheiße, habt ihr gesehen? 150 Euro da. Mann. Ey, verflucht nochmal. Ja, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als jetzt irgendwelche stupiden Kämpfe hier auszufechten. Mann! Mit zwei Dolchen bewaffnet, okay. Ah, ne. Den haben wir jetzt gerade schon gehabt, das heißt eine mindere Belohnung für uns. Ey, ich musste erstmal runterkommen, ne? Ey, mein Puls, der ist so wahnsinnig tief unten gerade. Ah. Verflucht. Alles klar, Slane, wir machen das Ding. Wir holen das Ding nach Hause, oder? Ich hoffe es doch. Ich gucke mal ganz kurz, ob wir uns auch mit den besten Sachen ausgerüstet haben. Weißt du was? Diese scheiß Ledersandalen, 3 Gold. Ey. Slane, wenn du jetzt stirbst, ne? Ey, ich schicke deiner Mutter Blumen. Kannst du dich schön drauf einrichten. Oder hinrichten. Die Stadt ist voller Gönner, die unsere Bemühungen... Ach, verflucht nochmal. Okay, ich muss runterkommen, Leechen, komm runter, trink einen Schluck Wasser. Ich muss kurz... Ah, scheiße, mein Wasser ist leer. Toll. Das Battle-Wasser ist leer getrunken. Da, Ententanz, habt ihr gesehen? Im Hintergrund Ententanz. Mann. Was? Slane? Ich kämpfe gegen mich selber. Alles klar. Das ist ja wie Schattenlink. Ah, verflucht. Scheiß drauf. Scheiß auf diese Griffe. Ah, verflucht. Du bist doch ein dummer Nichtsnutz. Ah, verflucht nochmal. Jetzt ist meine Laune so weit oben. Ich bin Happy Hippo. Ha, scheiße. Ah, nein. Ah, Mann. Slane gegen Slane. Mehr Random gibt es nicht in dem Spiel. Nein! Komm schon, der muss treffen. Sehr schön, alles klar. Okay, wir haben gegen uns selber gewonnen. Slane gegen Slane. Sklave gegen Sklave. Und wir haben gewonnen, gut. Jetzt bekommen wir wenigstens ein bisschen Gold und Silber noch dazu. Nee, nur Silber natürlich. Gold kriegen wir erst wieder dazu. 2 Gold kriegen wir erst wieder dazu. Ja. Wenn wir ein Level Up haben. Und das kann noch ziemlich lange dauern, glaube ich. Ich weiß es echt nicht. Aber das Gute ist natürlich auch, ich glaube, jede halbe Stunde kommen auch neue Sklaven sozusagen auf den Markt. Oder jede Stunde ungefähr. Das heißt, wir müssen eigentlich nur den richtigen Moment abwarten. Und dann kann es sogar schon sein, dass wir uns für wenig Silber auch einen guten Doppeldolch-Kämpfer kaufen können. Okay. Sehr schön. Ein bisschen Ruhm haben wir bekommen. Ist wirklich nicht viel. Publikumsruhm, ne, ist wirklich nicht viel. Dafür ein bisschen Silber auf jeden Fall erhalten. Das ist doch schon mal ganz gut. Und ja, ich würde mal sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Euch jetzt noch einen schönen Tag. Ciao, Leute. Game Peace.
MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen.